Kita, Stunde der Wahrheit. Gell? Jetzt bist du da wieder bei mir für einen Reittest. Ich mache eigentlich ganz normal das gleiche Prozedere. Das heisst, Laufbahntest, wo wir auch bis am Schluss belasten. Alle Atemgas von dir berufen, mit den Trainingsbereichen übereinander legen. Ich sehe genau, was unten in dem Fettstoffwechsel passiert ist. Hoffentlich. Hoffentlich ist es. Und dann oben raus. Da kommt es aus, wie du es geschafft hast. Mhm. Das gibt jetzt schnell die Maske. Du weißt vielleicht, du kannst nur das Maul schnaufen, die Nase ist abdichtet. Ja, genau. Also nicht verschrecken, wenn du die Nase ziehst. Schnell schauen, dass das relativ satt hat. Ja, kommt gleich. Gut. Du kannst schnell so haben. Ja, dann kommt so drauf. Du kannst schnell haben. Und dann kommt rein. Wenn etwas nicht geht, musst du es einfach sagen. Und dann würden wir nachher anfangen mit einer Ruhemessung. 2 Minuten, dass du dich wieder ein bisschen daran gewöhnst. Ausser du hast eigentlich das Ding an, das glaube ich nicht. Oh. Dann müssen wir schnell testen. Du musst schnell ausschnaufen. Das Maul, ja. Einschnaufen. Einschnaufen. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen schauen. Dann kannst du noch ein bisschen runterziehen. Forciert ausschnaufen. Einschnaufen. Nicht schlecht, hä? Das ist cool. Ja. Ja, sehr gut. So sieht es aus, genau. Kannst du aufs Laufband drauf. Für dich einfach wichtig, wenn es nicht mehr geht, auf die Seite haben, rausstehen. Laufband kommt dann einfach raus, rauf, dass wir die Aussenbedingungen simulieren. Also, genau, auf die Seite haben und rausstehen. Oder wenn es einfach gar nicht geht, dann kannst du den roten Knopf holen und dann steht das Band einfach direkt still. Ja? Genau. Hast du noch eine Frage zum Ablauf? Nein, ist gut. Dann nehmen wir die Messsonde drauf und dann machen wir zuerst 2-minütige Ruhemessung. Ja? Jetzt ganz normal schnuppern. Schön, dass man die Nase gekauft hat. Was kennen? Wir gehen nachher weg vom Test, dass du wirklich auf dieser Höhe laufst. Nicht zu weit vorne. Und jetzt weiter hin und jetzt einfach da, wo du stehst, ist perfekt. Minuten, dann lassen wir los. Geht's bei dir? Bis jetzt gut, oder? Ja, Ruhe ist immer gut. Sekunden. Fahrt wieder gemütlich an, gell? Mhm. Dann gehen wir alle 2 Minuten schneller. Du probierst wirklich voll
Anschlag kaufen. Wie lang kommt es? 7 km/h sind wir. Gut, bereit machen. Erste Stufe. Und mal drüber. Thank you.
30 auf die Stufe. Nächste 12,8. Solange es geht, schön ziehen. Das ist gut. Probieren wir durchzulaufen. Ha? Zieh noch. Ha? Gehen wir. Gut. Und gleich kurz schnaufen. Tief schnaufen. Gut. Dann ein bisschen ausmarschieren. Kreislauf runterbringen. Tief schnaufen. Ist es schwindelig? Nein. Gut. Dann marschieren. Sehr gut. Das Teil. sagen alle. Ich kann mich nie wieder mit anfangen. Nicht, hä? Aber es ist gegangen. Ja. Tipptopp. Ja, die Maske, das ist schon so. Aber es ist ja immer gleich, gell? Von dem her. So. Sehr gut. Soll ich das in den Computer einlesen? Du kannst einfach noch ganz normal ein bisschen Freiburg rüberbringen. Gut schnaufen. Hast du etwas trinken? Ja, ich mach's nachher. Mach's nachher, gut. Rein vom Gefühl her, was hast du? Ist gut gegangen? Oder wo? Ja. Und hast du für einen Eindruck selber? Doch, es ist gut gekommen. Das letzte Mal habe ich viel vorher schon aufgegeben. Ja. Und ich habe irgendwie das Gefühl, aber es klingt jetzt blöd, das Gefühl, dass ich eigentlich schneller könnte, aber ich die Maske. Ja, also der Stoffwechsel ist noch nicht ganz am Anschlag. Ja. Also das sehen wir schon. Ja. Es ist jetzt insofern nicht schlimm, weil wir die ganzen Trainingsbereiche natürlich anhand von der sogenannten anaeroben Schwelle, also jetzt hier ventilatorische Schwelle bestimmen. Ja. Von dem her ist es eigentlich in dem Sinn gleich. Aber klar, das wäre das Ziel natürlich voll ausbelastet. Ja. Aber einfach das Testresultat in dem Sinn ist es jetzt nicht unbedingt schlimm. Was hast du das Gefühl einfach im Kopf? Ist einfach ein komisches Gefühl von der Maske? Oder wird es einfach zu schnell von der Koordination, dass man aufhören muss? Ich habe eben ein bisschen Platz angestellt. Aha, okay. Und dann, ja, wenn es mich da so festhält, dann ist das nicht so. Okay. Also hat man schon gesprochen, ja. Sehr gut. Du kannst mir den Puls gut noch schnell abziehen, gell? Ja. Würde ich hier schnell Bereiche definieren, Schwellen bestimmen.
Du kannst dann schnell umziehen, wenn du willst, und dann wieder hier reinkommen. Ja. Ist das gut? Umziehen. Ja, einfach 5 Minuten, hä? Ja. Genau. Jetzt bin ich die Schwellen am definieren. Und dann wollen wir das Training, also das Beratungsgespräch, die Daten übereinander legen. Und sehen dann eins zu eins, was sich verändert. Genau. Und ein bisschen früher abgebrochen, denke ich, wäre noch ein bisschen mehr möglich gewesen. Aber schon mal viel besser. Was hat sie jetzt bei V2 Max gehabt? Jetzt ist sie gerade knapp bei 30 ml. 30? Ja, und vorher war sie bei 24 gewesen. Okay. Also wirklich sehr tief, oder? Ja. Jetzt können wir steigern. Maximal und auch Schwellenleistung ist deutlich jetzt aufgekommen. Obwohl sie nicht ganz, aber man sieht es im Stoff auch, obwohl sie nicht ganz Arschloch gelaufen ist. Ja. Und dann war sehr gut. Maximaltempo? Maximaltempo war 11.0 jetzt. Ja. Genau. Und ja, das ist echt sehr gut. So. So, jetzt werden wir das noch drücken und dann schauen wir das gerade an. Ne? Dann schauen, ob der Ding fertig ist. Also nein, aus dem Raum kannst du ihm sagen. So, Kita, wie war der Test? Okay. Was sagen alle? Ne? Keine Ahnung, das wird, glaube ich, Lorenz besser sagen können. Gefühlsmäßig, eben, wie gesagt, diese Maske, die ist für mich, ich habe ein bisschen Platzangst. Und das ist für mich ein bisschen so einengend und deshalb nicht so optimal. Aber klar, man muss es ja irgendwie messen. Und deshalb, also ich habe das Gefühl, dass ich schneller könnte. Aber, ja. Ganz klar, man hat vorher schnell gesagt, du bist sicher viel besser gelaufen. Du siehst dann auch unten drin, siehst einfach, dass du nicht ganz ausbelastet bist. Nein. Aber rein für Datenvergleich ist es schon, allein zählt schon recht gut. Aber das heisst, sie hätte noch ein bisschen. Ja, sie noch Luft. Wenn noch Luft. Also, ich denke, die Stufe wäre sicher fällig gewesen. Ja, genau. Ja, das glaube ich auch. Jetzt komme ich gerade. Du kannst noch mal schnell kurz warten. Alles klar. ja. Also wie war es sonst vom Gefühl her? Also ich merke es ja auch beim Laufen, dass ich eigentlich schneller laufen könnte. Und das ist eigentlich, ich denke nicht dran, und ich habe nicht daran gedacht, dass es, oh mein Gott, es wird immer schneller, sondern ich habe mehr daran gedacht, oh mein Gott, wann kann ich endlich mal die Maske abziehen? Okay. Und ja, aber eben, er hat gesagt, dass es anscheinend gereicht hat. Und jetzt bin ich mal gespannt auf die Resultate. Ja. Und also wir haben auch beim Intervalltraining gemerkt, dass wir eigentlich schon schneller, also ich schon schneller kann. Okay. Okay, mal. Ich komme gleich. Sehr gut. Du kannst rüberkommen, gell? Ja. Schauen wir das miteinander an. Jetzt hole ich noch schnell die alten Daten für dich. Du kannst gleich Platz nehmen. Aber schnell für dich also als Information. Oder so Leistungstests ist immer die Frage, was man raussehen will. Es gibt diverseste Leistungstests. In diesem Zusammenhang ist es jetzt einfach wichtig, dass wir genau das gleiche Protokoll noch mal laufen. Mhm. Weil eben, wir haben einen Ausgangstest gehabt, um zu schauen, wie fit du bist, deinen Trainingsbereich zu definieren. Und dann ist es darum gegangen, dass wir im Jean-Paul zusammen das Training machen. Mhm.
und jetzt eigentlich genau kontrollieren, was gegangen ist. Genau. Oder in dieser kurzen Zeit, muss man sagen, also wir haben sie jetzt über drei Monate, ja. Wo du trainieren konntest. Und von dem her sieht man da schon einiges. Also vielleicht schnell die Maximalleistung. Letztes Mal bist du knapp 10,7 km/h gelaufen. Heute sind wir jetzt auf 11 hochgelaufen, das heisst, du hast dort eine Steigerung drin. Wie gesagt, maximale Leistung, wenn sie voll wäre, wärst du um die 12 sicher gelaufen. Ich denke, die wäre fällig, weil wenn man die Daten da hinten anschaut, bist du eigentlich von der Stoffwechselprozess bist noch gar nicht wirklich am Anschlag. Ja. Das sehe ich hier eigentlich gut raus. Das ist so ein wissenschaftlicher Teil, wo man die Datengasverhältnisse anschauen kann. Da sieht man, ob der Stoffwechsel wirklich am Anschlag ist oder nicht. Und da bist du letztes Mal im Vergleich. Bist halt wirklich am Anschlag gewesen von diesem Verhältnis. Da bist du deutlich höher gelaufen. Ja. Also dem kann man sagen, da wäre mehr möglich gewesen. Nichtsdestotrotz, du hast dein maximales Sauerstoffvolumen können steigern. Also du siehst jetzt eigentlich hier die maximale Sauerstoffkapazität, das heisst eigentlich, wie viel Sauerstoff dein Körper kann aufnehmen kann, in Milliliter pro Kilo pro Minute. Mhm. Und das kann man eigentlich nachher vergleichen eben mit sportlichen Leuten im Alterssegment. Du hast vorher wirklich halt relativ tiefen Wert von 24,3. Mhm. Jetzt bist du ein bisschen höher gekommen, 29,2. Da kommst du jetzt gerade an die Grenze zwischen tief und ausreichend. Also wir kommen da schon die Klassifizierung höher. Mhm. Es gibt sicher immer noch Potenzial, um dort drinnen zu arbeiten, bei der gleichen Herzfrequenz. Also du siehst, ja, die maximale Herzfrequenz hat sich in dieser Zeit nicht verändert. Mhm. Ist nach wie vor bei 185. Mhm. Aber die Fähigkeit, Sauerstoff aufzunehmen, ist deutlich besser geworden. Mhm. Also ich denke, die Intervalltraining, die wir gemacht haben, die haben sicher gefruchtet. Mhm. Gerade so die Sauerstoffkapazität wird halt vor allem durch ein Intervalltraining höhere Intensitäten verbessert. Okay. Das ist mal das eine. Für mich fast wichtiger ist nachher, was ein bisschen unten passiert ist, halt eine sogenannte Schwelle. Über die Laktatdiagnostik macht man die sogenannte anaerobe Schwelle. Wir haben das mit Atemgas gemacht, ist die ventilatorische Schwelle, ist eigentlich genau das Gleiche. Mhm. Man sieht auch da die gleiche Herzfrequenz an der Schwelle. Jetzt kann man sagen, ja, das ist nichts passiert. Mhm. Der Puls ist genau der gleiche. Mhm. Aber du bist natürlich deutlich schneller jetzt gelaufen. Mhm. Also du hast mehr Speed an der Schwelle. Bessere Sauerstoffaufnahme, also da ist etwas passiert auch in den sogenannten unteren Bereichen, mhm. also den Grundlagenbereichen. Mhm. Fettstoffwechsel, das haben wir ja auch mitgemessen. Dann gehen wir schnell die Daten holen. Das siehst du hier. Wir haben eigentlich in der maximalen Fettverbrennungszone am 5.11. 19 Gramm pro Stunde Fett können verbrennen. Mhm. Und jetzt hast du die Kapazität deutlich steigern. Wir sind bis 27 Gramm. Und kannst die auch länger behalten. Jetzt schauen wir das Bild schnell an. Du siehst jetzt Stufen 7, 8, 2, 9, 4, 10, 6. Mhm. Und du siehst die Fähigkeit, Fett zu verbrennen, die ist recht gut. Mhm. Die ist noch nicht top. Die müsste etwa bei 0,7 Gramm liegen. Aber es ist sicher so ein durchschnittlicher Bereich. Und zwar auch über die Stufen rauf. Mhm. Je intensiver es wird, desto schneller. Kann der Körper natürlich nachher auch auf Kohlenhydrate umstellen. Und Kohlenhydratverbrennung ist natürlich jetzt für einen Austauschsport immer so ein Thema, weil du hast nur limitiert verfügbare Kohlenhydratquellen im Muskel und in der Leber. Also muss man schauen, dass die Fettverbrennung möglichst lang hoch liegt. Schnell den Quervergleich zum alten Test. Dann haben wir hier einfach schnell das Bild, oder? Da bist du eigentlich hier viel tiefer von der Oxidationsrate gewesen. Also die Verbrennungsrate läuft auf einem tieferen Niveau und bricht dann schneller zusammen. Mhm. Und jetzt kannst du hier die 9,4 deutlich mit mehr Fett bewerkstelligen. Und durch das hast du eigentlich hier unten Kohlenhydratverbrennung auch nicht ganz auf diesem höheren Niveau. Mhm. Also du kannst länger Kohlenhydrate sparen, solltest du auch länger können laufen. Mhm. Weil das Fett natürlich länger kannst Energie bereitstellen. Trainingsbereich hat er neu definiert. Da hat sich schon etwas verschoben. Du siehst hier hinten nachher. Haben wir hier unten die Herzfrequenzzone und auch Geschwindigkeitszone. Geschwindigkeitszone, die sich jetzt ein bisschen gegenüber verschoben. Herzfrequenz wird, wie gesagt, nicht viel passiert sein, weil du halt
mehr Leistung jetzt hast oder mehr Speed mit bei gleichem Puls oder anders gesagt, bei gleicher Leistung oder Geschwindigkeit hast du deutlich tiefere Herzfrequenz. Das ist vielleicht im Training aufgefallen. Und das ist natürlich super. Die Trainingszonen sind auch wichtig für den Jean-Paul. Das wird er natürlich mit dir nachher entsprechend weiterverfolgen für dein weiteres Training. Okay. Also wir haben nach wie vor Potenzial sicher oben raus. Mhm. Da werden sicher weitere hochintensive Training fällig. Vielleicht musst du sogar mal ein Atmungstraining machen. Für mehr tauchen. Dass einfach die Fähigkeit überhaupt hast, einfach die Maske die nicht zerstören. Es gibt Leute, die einfach ein Problem haben. Okay. Aber man sieht also wirklich schön den Fortschritt oben raus, aber auch im Wettstoffwechsel. Mhm. Ja, das mal von meiner Seite, von der Datensammlung. Dein Gefühl, bestätigt das das noch ein bisschen? Oder ist das jetzt völlig etwas Falsches, was ich dir erzähle? Jetzt, das war jetzt sehr wissenschaftlich. Ja, ja. Aber ja, mein Gefühl ist schon, dass es wirklich deutlich besser geworden ist. Ja, okay. Aber eben deutlich besser. Oben raus, also intensiv besser. Ja. Unten innen merkst du so ein bisschen, dass es länger laufen kann. Ja, es ist nicht mehr anstrengend. Ja, klar. Eben. Das wäre jetzt eben das, was ich gesagt habe. Länger Fett herziehen, Kohlenhydrate mehr sparen. Das sind wissenschaftliche Begriffe, das ist klar. Aber das ist echt das, was nachher du draußen spürst. Ich kann länger laufen, ohne dass ich müde werde. Ja. Und das ist echt das Ziel, oder? Dass man auf längerem Niveau in dieser Fettverbrennung leisten kann. Oder? Mhm. Ja. Nein, also eben, wie gesagt, ich finde, das merkt man. Also auch jetzt eben, wo beim Rennen habe ich es eigentlich auch gemerkt, dass es viel einfacher fällt. Und eben das Rennen ist für mich anscheinend an und sich auch nicht in dem Sinn problematisch gewesen. Ja. Hast du oben raus aber schon gemerkt, also jetzt gerade die intensiveren Training, dass die nach wie vor einfach sehr stark limitieren, also dass du dort Mühe hast, zum wirklich gehen, oder? Also jetzt gerade? Ja, also im Vergleich einfach zu vorher. Also der Sprung da vom Sauerstoffvolumen, der jetzt viel besser ist, das müsstest du eigentlich merken. Aber es ist nach wie vor anstrengend, weil es ist ja noch nicht top vom Wert. Ja. Du hast dich entwickelt, aber eben, man hat da noch Potenzial. Ja, das sicher. Aber das hat man ja eigentlich meistens. Ja, das ist so, Und nein, das sicher. Aber eben, wie gesagt, das ist eigentlich nicht in dem Sinn, bin ich jetzt, also man sieht es mir vielleicht auch, ich bin jetzt nicht da irgendwie, weiß ich, wie erschöpft. Ja, genau. Eben, bist du sicher nicht ganz abgeschlossen. Nein. Sehr gut. Jetzt gibt dir die Auswertung mal mit. Wenn Fragen sind zu den Daten, tust du dich melden. Genau. Und mit dem Training ist klar für einen Jean-Paul. Das tun wir so zusammen. Und dann wären wir so weit für eine Fragerunde. Mhm. Ja. Entwicklungstechnisch, würdest du das prozentuell beurteilen? Ja, also prozentual ist es, kann man schnell anschauen, oder? Ist es relativ klar, dass wir da im Bereich, wenn ich das rechne, 10%, das wäre im Bereich von 5% Leistungssteigerung. Okay. Ja. Sowohl oben raus als auch unten innen oder Schwelle. Und im Fettstoffwechselbereich, was ist dort deiner Meinung nach jetzt so passiert? Ja, dort hat sie ehrlich die Fettverbrennungsrate, wenn ich es anschaue, hat sie um 10 Gramm können steigen. Das ist eigentlich ein Drittel mehr. Okay. Ja. Wieso ist es so wichtig per se, sage ich jetzt mal, der VO2-Max für den Fettstoffwechsel? Ja, also es ist vielleicht, man muss vielleicht vorne anfangen. Oder, Was ist Ausdauerleistungsfähigkeit? Ausdauerleistungsfähigkeit sind verschiedene Parameter, die passen müssen. Das ist sicher das Sauerstoffvolumen, weil je mehr Sauerstoff der Körper aufnehmen kann, desto besser kannst du verbrennen. Der Herzmuskel ist ein Thema. Also je stärker oder kräftiger der Herzmuskel kann pumpen, desto mehr Blut kommt mit mehr Sauerstoff, dann wirst du leistungsfähiger. Nachher ist die Schwelle ein Thema. Oder? Je höher die Schwellenleistung, desto besser ist die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und das dritte ist die Ausdauerkapazität, wie lange kann ich überhaupt etwas laufen. Da haben wir wahrscheinlich noch nicht so viel gemacht. Das ist dann der Fall, wenn man sich auf Marathon oder Halbmarathon irgendwie vorbereitet, wo es darum geht, länger eine gewisse Zone zu laufen. Oder? Aber ich sage eigentlich, am Anfang ist es wichtig, dass man wirklich eben den Motor, quasi, den Verbrennungsmotor, mal in Gang bringt. Und da ist es eben wichtig, maximales Sauerstoffvermögen zu steigern, dass der Herzmuskel pumpen kann.
wo nachher aber unten innen natürlich zur Folge hat, dass die Verbrennung besser wird. Bedeutet das genau, dass sie jetzt besser Fett verbrennen kann? Ja, sicher. Beziehungsweise besser abnehmen kann, gezielt Fettreduktion? Ja, also man muss also dort wieder differenzieren. Wir reden hier von Fettverbrennung und das ist eine Energiebereitstellung. Das darf man nicht ganz verwechseln mit Fettabbau. Mhm. Fettabbau ist das Gesamte, wenn wir über den Tag schauen, wie viele Kalorien verbrauchst und wie viel führe ich zu. Und du kannst Fett abbauen, wenn natürlich mehr Kalorien rausjagst, als das aufnimmst, oder? Also eine negative Energiebilanz erreichst. Aber hier ist die Fettverbrennung gefragt. Und die Fettverbrennung ist eben im Ausdauerbereich recht wichtig, weil eben mehr Fett natürlich länger die Energiebereitstellung hoch behalten. Weil Zuckerquellen, die sind limitiert verfügbar. Das heisst, im Muskel und in der Leber haben wir vielleicht 300 Gramm wirklich verfügbar, wenn sie voll sind an Zuckerspeicher. Und wenn du natürlich zu lang, zu hochtourig laufst, dann wirst du die Speicher leeren. Mhm. Das heisst, du hast irgendwann einen Hungerast oder einen Leistungsabfall. Und das tun wir eigentlich rauszögern, indem wir die Fettverbrennung relativ lang auf einem höheren Niveau haben. Und darum ist es wichtig, die hoch zu behalten. Natürlich tut der gute Fettstoffwechsel in der Fettverbrennungszone auch dazu beitragen, dass du mehr Kalorien kannst verbrauchen kannst. Aber da kommt es auch darauf an, was es ist, und dann kann man von Fettabbau reden. Also die beiden Themen werden immer recht verwechselt, Fettverbrennung, Fettabbau, aber das ist nicht ganz das Gleiche. Was würdest du ihr jetzt empfehlen, per se, trainingstechnisch, um ihre Leistungsfähigkeit zu verbessern und ihr zusätzlich noch ihren Fettstoffwechsel zu stimulieren und zu erhöhen? Ja. Also offenbar hast du schon recht gut trainiert, sonst wäre die Fettverbrennung nämlich nicht auf. Also das heisst, die Zone ist mal wichtig, dass wir die haben. Also was ist deine Fettverbrennungszone? Haben wir jetzt definiert bei der 9. Das ist Grundlagenausdauerbereich 1, GA1-Bereich. Das ist sehr ein individueller Bereich, das ist nicht für jeden gleich. Oder Geschwindigkeit und auch Herzfrequenzzone, darum haben wir auch den Test auch gemacht. Für das Training selber würde ich viel in diesen Bereichen laufen. Es gibt so einen oberen Grundlagenbereich und einen unteren Bereich. Und darin würde ich etwas wechseln. Also in dieser Zone auch vielleicht mit Intervallen etwas höher und etwas tiefer laufen. Was sehr gut funktioniert für das, sind sogenannte No-Carb- oder Low-Carb-Training in diesem Bereich. Das heißt, eigentlich kein Kohlenhydrat zuführen. Also essen. Ja, genau. Kein Kohlenhydrat dort zuführen, wenn du in dieser Zone läufst. Okay. Weil dann geht natürlich die Energiebereitstellung direkt in die Fettverbrennung. Heißt das, dass man eigentlich mit dem leeren Magen sollte? Ja, leer eben, man muss ein bisschen aufpassen. Man redet immer von diesen nüchternen Training. Genau. Ich finde das ein blöder Begriff, weil im Prinzip musst du natürlich schauen, dass dein Muskelstoffwechsel gleich erhalten ist. Also, dass eigentlich, sobald du trainierst, werden Muskelbausteine verbrannt. Also das ist eine sogenannte Aminosäurenverbrennung. Mhm. Und wenn du natürlich das über Wochen machst, ohne irgendetwas zu essen, dann tust du die Muskel quasi angreifen und verbrennen. Genau. Und darum muss man schauen, dass du Protein zuführst. Mhm. Das kann sein in Form von Aminosäuren oder BCAAs oder in Form von einem ohne Kohlenhydrat-Proteinshake. Ja. Das ist das. Und dann stelle ich nichts im Weg, um in dieser Zone die Fettverbrennung zu trainieren. Mhm. Du bist ja in dieser Fatmax-Zone innen, verbrauchst dort nicht viel Kohlenhydrat, maximale Fettverbrennung, und da kannst du per se schon lange laufen. Und das würde ich im Moment weiter pushen und ab und zu punktuell ein bisschen hochintensive Training reingeben, dass der Motor oben raus, Herzmuskel und so weiter, VO2, also maximale Sauerstoffaufnahme, verbessert wird. Also der Mix zwischen höheren Intensitäten und sehr tiefen Intensitäten, das Delta zwischen sehr hoch und sehr tief, das würde ich im Moment sehr favorisieren. Viele Leute machen den Fehler, dass sie so in diesen mittleren Bereichen viel machen und dort hast du wenig Entwicklung. Also dort ist es zu hoch, zum Fettverbrennung wirklich viel zu verbessern, und es ist zu tief, um wirklich hart die Intervalle von so einer Geschichte zu steigern. Und jetzt, wie du schon das erwähnt hast, Muskelabbau, das ist ja immer wieder das Thema, dass viele Leute möchten gern abnehmen und trainieren dann sehr intensiv, aber essen weniger. Was sagst du zu diesem Thema?
Also dort würde ich mal sicher vorschlagen, dass man zuerst mal her schaut, genau, was ist da an Muskelmasse und was ist da an Fettmasse. Mhm. Dass man mal die Körperzusammensetzung genau bestimmt. Weil dann weiss man, wo man steht. Mhm. Machen wir mit einer DEXA-Messung, das ist eine ganz schwache Röntgenstrahlung. Vergleichbar mit einem Tag draus spazieren von der Dosierung, also nicht das klassische Röntgen, ganz ungefährlich, wo man einfach sehr genau Fett- und Muskelgewebe kann mal definieren. Das ist mal die Ausgangslage. Und dann kann man nachher sehr genau sehen, was und welche Intervention für welche Person funktioniert und was nicht. Weil es ist nicht jeder gleich, aber man hat halt die Dokumentation und man sieht, vielleicht ist die Kalorienzufuhr viel zu tief und dann baut man einfach Muskelmasse an und die Kalorien wieder erhöhen. Und das ist quasi das Kontrolltool, das man sehr individuell kann steuern kann. Aber generell muss ich den Tipp geben, dass halt bei Ausdauersport vor allem eben die Proteinbilanz über den Tag ein Thema ist. Dass du regelmässig Eiweiß zuführst, alle 2-3 Stunden so einen Proteinbolus, wie man dem sagt, zuführst. Natürlich oder mit Supplement ohne Zucker. Und dann einfach schauen, dass die Mahlzeiten die im Energieverbrauch natürlich entsprechen. Wir haben hier eine Angabe, wie viele Kalorien pro Stunde in welcher Zone etwa verbrannt wird. Mhm. Wenn man den Grundumsatz kennt, den Ruheenergieverbrauch mit Atemgas gemessen, kann man etwa approximieren, also annehmen, was du an Kalorien etwa solltest zunehmen bei diesem Verbrauch. Oder wenn du natürlich gar nichts machst, dann muss man dort nicht gross schauen. Aber die Kalorienbilanz ist schon noch ein Thema. Und da gibt halt DEXA plus Grundumsatz eine recht grosse Information darüber. Und das ist schlussendlich sehr individuell. Und viele Leute haben das Problem, letztendlich auf die Kalorienzahl zu kommen, die benötigte Kalorienmenge zu kommen. Mm-hmm. Du hast das Thema schon Supplementierung angesprochen. Mm-hmm. Der eine ist ein Fan davon, der andere nicht. Wie wäre dort die Vorgehensweise? Ja. Also grundsätzlich kann man jetzt, wenn du auf Proteinbasis redest, kann man sehr viel natürlich mit ganz normalen Proteinquellen zuführen. Also Magerquark, Hütte, Käse, Fisch, Fleisch, Eier, Linsen und so weiter. Es gibt sogar vegane Proteine, oder? Wo nicht jeder einfach ein Whey-Protein kann nehmen oder sollte nehmen. Also gibt es so Hanf, Lupinenprotein, Sojaprotein. Also das ist keine Ausrede, dass man da keine Protein quasi Quelle findet. Als Veggie oder Veganer. Das ist mal das Erste. Und das Andere ist, der Hype ist halt schon da, dass sehr viele Leute einfach sehr schnell auf so Proteinshakes zugreifen. Mhm. Ich bin der Meinung, wenn es keine andere Alternative gibt, wenn die Personen immer sehr viel Stress haben, unterwegs sind und nur ein Brötchen irgendwie über Mittag kann essen können, finde ich es wichtig, dass Proteinquellen zugeführt werden, halt mit einem Supplement. Aber dort ist Qualität natürlich das Thema. Ja. Also ich würde nicht einfach irgendwelche Produkte kaufen, wo man nicht genau weiss, was drinnen ist. Mhm. Da gibt es in der Schweiz echt gute Produkte, wo man einfach die Hand ins Feuer legen kann, dass die überhaupt nicht. Aber im Grundsatz ist das über die normale Ernährung auch abzudecken. Es ist eigentlich abzudecken. Es ist immer abhängig vom Alltag von dieser Person. Mhm. Also wenn du natürlich die Proteinquellen zusammensuchen kannst, dann ist das kein Problem. Aber wenn wir ehrlich sind, eben, wo ist Protein überall drin? Es ist doch noch recht schwierig. Gegen Kohlenhydrate kommt überall. Also Brot, Pasta und so weiter, das ist an jedem Ecken, oder? Yeah. Und das ist eigentlich einfacher zu bekommen, gegen Proteinquellen ist halt schon noch schwierig, oder? Mhm. Meine, du kannst nicht irgendwie die ganze Zeit irgendeine Kühlbox dabei haben und dann dein Magerquark auspacken. Ja. Mhm. Also kann man schon, aber das macht niemand. Das ist so. Ja. Aber grundsätzlich ist das Thema Protein nicht überbewertet in dem Sinne nach, dass man gar nicht so viele braucht. Ich denke, zwischen 0,5 bis 1 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Ja, also muss man ein bisschen differenzieren. Oder? Also wenn man von Trainingstagen redet, ist natürlich durch die Erhöhung von der Proteinsynthese, durch den Trainingsreiz, hast du natürlich auch einen höheren Bedarf an Eiweiß. Also wenn immer du trainierst, sei es Ausdauer oder Kraft, ist das gleich, hast du halt auch einen höheren Bedarf. Wenn du so trainingsfreie Tage, sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Mhm.
Dort kannst du die ganze Zufuhr ein bisschen oben abnehmen. Aber die Richtwerte von 0,5 bis 0,9 die sind stark nach oben korrigiert worden. Weil man sieht, dass das nicht lernt. Auch bei trainingsfreien Tagen. Also man geht sicher von 1,2 an trainingsfreien Tagen aus, bis je nach Sportart 2,0 Bodybuilding, was es einfach braucht. Oder? Mehr Muskelmasse braucht entsprechend mehr Nährstoff, mehr Eiweiß. Aber wie es zuführst, ist auch Wurst. Ja. Hauptsache es kommt rein. Ja. Okay. Nikita, für dich ernährungstechnisch ist es so ein Thema, wo du dich doch immer mit dem beschäftigst oder eher siehst du das nicht so wichtig? Doch, also es ist super wichtig. Ernährung ist immer wichtig. Also als Schauspielerin beschäftige ich mich schon sehr lange damit, aber ich bin nicht immer sehr konsequent, wenn man das so sagen darf. Und ich finde auch, man sollte das, wie Lorenz schon gesagt hat, im Leben einbauen können und nicht, dass man sich so forciert und sagt, hey, jetzt muss ich das und das und das essen und so. Nein, sondern das muss schon wie im Alltag dazugehören. Ich glaube, das ist sehr wichtig, weil sonst hältst du es einfach nicht mehr aus. Vielleicht ein Jahr, zwei Jahre und dann bumm und dann isst du wieder alles und dann kippt es über. Das ist ein wichtiger Punkt, oder? Also meine, die sogenannten Dropouts, wie viele Leute das mit Diäten zwar Erfolg haben, kurzfristig, aber nachher langfristig einfach rausgehen. Ja. Das darf man nicht vergessen. Also vielleicht funktioniert das einen Monat, zwei, drei. Ja. Aber du fährst dich voll an die Wand. Oder? Also du musst essen. Die Frage ist, was und wie viel. Und das schauen wir halt mit Kalorienverbrauch. Probieren mit Tests, Leistungstests, Unterbelastung, aber auch in Ruhe. Schauen, wie viele Kalorien verbraucht die Person wirklich. Das ist halt sehr individuell. Oder? Ja. Und dann halt im Vergleich zu der Muskelmasse, Fettmasse, hat das einen direkten Einfluss. Weil schlussendlich willst du ja dort ein Resultat sehen. Also alles, was du machst, willst du eigentlich in dieser Körperzusammensetzung sehen. Weniger Fett und mehr Muskelmasse. Oder? Und das können wir halt mit diesen Tools sehr genau überprüfen. Also was immer du machst, sieht man in diesen Resultaten. Das sind sehr hochstehende Apparaturen. Ja, also was ich auch ganz wichtig finde bei der Ernährung ist, dass man eigentlich nicht verzichtet. Klar, man muss sich ein bisschen darauf einstellen und so, aber wenn du die ganze Zeit sagst, zum Beispiel ich liebe Schoki, oder? Und die ganze Zeit sagst, okay, nie mehr Schoki und dann irgendwann eben, irgendwann haltest du es dann gleich nicht aus, dein Kopf braucht es dann irgendwann. Und das muss man wie können richtig dosieren und eben im Alltag darum einbauen. Das, ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist einfacher gesagt als nachher umzusetzen. Ja, nein, aber und darum brauchst du auch irgendwelche Guidelines, oder? Dass du weißt, wo du stehst. Ist es zu viel oder ist es einfach nur ein bisschen zu viel? Und das ist so ein bisschen Try and Error. Also, meine, da, schlussendlich ist das nicht irgendwo niedergeschrieben. Das ist für jeden etwas anders. Gewisse reagieren auf Produkte. Allergien und so weiter, wo das nachher schwieriger wird. Also das ist ein Thema, wo man muss, beurteilen muss. Und heutzutage ist halt der Hype gross in dieser Fitnessszene, dass ein bisschen jeder irgendetwas schnurrt und schwätzt ohne dass es Hände und Füße hat. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Oder? Und da probiert man halt mit so wirklich wissenschaftlichen Tests schon ein bisschen aufzuklären. Dann danke vielmals. Ich denke, die Zeit ist langsam rum. Wir haben weiter keine Fragen bekommen. Alle Fragen, die ich per E-Mail schon durchbekommen habe, habe ich alle schon gefragt. Jetzt alle Zuschauer, die noch zuschauen, habt ihr noch eine Minute 60 Sekunden Zeit, nochmal Fragen zu stellen. Sonst wären wir eigentlich soweit fertig. Dann in diesem Sinne bedanke ich mich jetzt schon. Danke dir, Jean-Paul. Danke, Jean-Paul. Okay, danke. Also keine Fragen mehr. Tschüss. Danke, tschüss.